Hallo meine Lieben, heute gab es bei uns Orechki. Wenn man einen Russen fragt, was sind die beliebtesten Weihnachtsplätzchen in Russland, dann sagt er sofort Orechki. Orechki, das sind Zaubernüsse, die gefüllt sind mit Karamell. Guck mal hier, ich zeige dir, wie es von innen aussieht. So sieht es aus, Karamellfüllung, ganz, ganz lecker, richtig schön kross und also die gehen im 0, nichts weg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen. Wir brauchen dafür 800 Gramm Mehl, 4 Eier, so einen halben Esslöffel Salz, 200 Gramm Zucker, 2 weiche Butter, also die sind bei Zimmertemperatur aufgewärmt. Dann brauchen wir 2x Vanillinzucker, ein Backpulver und wir brauchen Karamellsoßen, also das ist jetzt Milchmädchen, in Dose ganz lange gekocht. 2 Stunden habe ich die gekocht, da wird es so zu so einer Karamellsoße, ganz, ganz lecker. Das wird dann unsere Füllung später. Für die Zaubernüsse brauchen wir auch so einen Waffelautomat und zwar speziell für Zaubernüsse. So sieht's aus und das habe ich bei eBay gekauft für 30 Euro. Die ganzen Zutaten für den Teig werden miteinander vermischt. Das Backpulver, Salz, die Eier, 200 Gramm Zucker, Butter, Vanillinzucker. Nun mache ich das Ganze zu einem Teig, schönem, geschmeidigem Teig. Der Teig ist soweit, jetzt muss er für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Der Waffeleisen ist eingeschaltet, er heizt schon mal vor. Jetzt nehme ich einen Teig, der ist ja schön kalt, und mache daraus solche Kügelchen. Schaut mal. Die müssen alle einheitlich sein. Da habe ich ungefähr gleich große Kügelchen. Jetzt kommen die alle rein. Plupp, plupp. Fest zumachen, verschließen und warten. Nicht warten, Kügelchen weiterrollen. So sieht's aus. Das Geheimnis leckerer Zaubernüsse ist, wenn der Teig richtig schön braun geworden ist. Ne? Wenn man sie zu früh rausholt, klebt es so irgendwie im Mund, der Teig, das schmeckt gar nicht. Ich mag nicht. Viele machen das so mit hellem Teig, warten nicht so lange. Das schmeckt mir überhaupt nicht. So, jetzt hebe ich das gerade so hoch. Oh, sieht man schlecht. So, voilà. Schüttel ein bisschen dran, da fallen die alle runter. Und da kommt die nächste Partie rein. Es ist noch ein bisschen zu blass, noch ein halben Minütchen. Am schönsten ist es natürlich, wenn die ganze Familie hier mithilft, die Kinder, wenn man irgendwann mal Enkelkinder hat. Es ist eine schöne Familienbeschäftigung. Hallo. Und manchmal schalten wir den Turbogang ein, dann geht es ganz schnell. Die sind jetzt etwas abgekühlt. Schaut mal, wenn man zu große Kügelchen gemacht hat, dann schwillt ein bisschen was raus. Das muss man dann wegmachen. Geht auch ganz leicht ab.
Das ist jetzt eine perfekte Schale, Nussschale. So, die bereitet man jetzt so vor. Die Hälften sind nun fertig. So sehen die aus. Und wir nehmen dann ganz dick Karamellfüllung drauf. Dann gehe ich mit der Hälfte dazu und mache, hopp, fülle die Hälften, lege die dahin. Und dann werden die zusammen gemacht. Die beiden Hälften werden dann zusammengenommen mit einer anderen. So und zu. Da haben wir eine Zaubernuss fertig. Die Zaubernüsse sind fertig. Insgesamt hat es jetzt circa 2,5 Stunden gedauert. Ich mache gerne viel davon, weil sie viel zu schnell weg sind. Diese Menge reicht uns gerade mal für ein paar Tage. Ich danke euch für das Zuschauen, danke fürs Abonnement und bis zum nächsten Video.